Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute gibt es drei Runden vom Mondgruß, der Gegenspieler zum Sonnengruß sozusagen. Es wird immer gesagt, dass er sich ganz besonders gut für den Abend als Abendroutine eignet. Das stimmt sogar. Ich finde ihn aber ebenfalls auch sehr gelungen, um in den Tag zu starten oder auch als Warm-up-Mobility-Routine für andere Einheiten, da wir hier wirklich sehr viele schöne Hüftöffner dabei haben. Nach der ersten Einführungsrunde, die ich etwas langsamer ansage, werden wir etwas schneller durch die einzelnen Asanas fließen, bis wir drei ganze Runden absolviert haben. Das Besondere beim Mondgruß ist, dass wir uns im Gegensatz zu sonst seitlich von links nach rechts und wieder zurück bewegen. Hilfsmittel benötigst du heute keine, schnapp dir bequeme Kleidung und dann sehen wir uns auch schon gleich auf der Matte. Ganz viel Spaß! Komm an den Anfang deiner Matte und dreh dich zur Seite. Die großen Zehen berühren sich, die Fersen sind leicht auseinander und die Arme hängen locker neben deinem Körper. Nimm dir jetzt einen kurzen Moment Zeit, auf deiner Matte anzukommen. Finde zu einem ruhigen und tiefen Atem. Dann atme ein, heb die Arme über den Kopf. Atme aus, lehn dich rüber zur linken Seite und spür die Öffnung in deiner rechten Flanke. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Spür, wie sich deine linke Körperhälfte aufdehnt. Einatmen, richte dich auf und dann steig mit deinem linken Fuß weit an das andere Ende deiner Matte, dreh die Füße ca. 45 Grad nach außen. Und dann beug die Knie und die Ellenbogen für die Goddess Pose mit Kaktusarm. Dann streck deine Beine und die Arme, bring sie auf Schulterhöhe. Dreh nun deinen rechten Fuß nach vorn, der linke ist parallel zum kurzen Mattenende. Atme ein, dreh die rechte Handfläche nach oben, zieh dich nach vorn und dann komm tief in dein Dreieck Trikonasana. Der Blick geht nach oben zur linken Hand. Solltest du Probleme im Nacken haben, schau einfach gerade nach vorn. Stell dir vor, wie deine Hüfte und deine Schultern gegen eine Wand lehnen und probiere hier wirklich, den Rücken ganz lang zu machen. Wunderbar. Dann bring mit dem nächsten Einatmen auch deine linke Hand zum Boden und zieh mit dem Ausatmen deine Stirn Richtung Schienbein für Parsvottanasana. Gut, heb den Blick, beug dein rechtes Bein, erde dein linkes Knie, indem du deinen Schritt nach hinten verlängerst für den Low Lunge. Atme ein, zieh die Arme über die Seite nach oben, leichte Rückbeuge, halte kurz hier. Und dann atme ein, führe die Hände wieder Richtung Boden und dreh dich zur Seite auf für den Ninja Squat oder Skandasana. Bring deine Hände vors Herz und richte den Oberkörper schön gerade auf. Sehr gut. Dann bring die Hände vor dir auf den Boden und wechsle die Seite. Nun ist dein rechtes Bein gestreckt und das linke angewinkelt. Bring die Hände wieder vor dein Herz und richte den Oberkörper auf. Atme tief ein und aus hier, spür in die Dehnung hinein und schick den Atem dahin, wo du ihn am meisten spürst. Bring deine Hände neben den linken Fuß, dreh dich zum hinteren Mattenende und erde dein rechtes Knie für die Low Lunge Position. Atme ein, zieh die Hände weit über den Kopf und lass dich mit dem Ausatmen ein Stückchen tiefer in die Dehnung sinken. Spür die Dehnung in deinem rechten Hüftbeuger und lass dich schön in diese Haltung sinken. Atme ein, bring die Hände zurück zu Boden, streck dein linkes Bein und lehn dich vornüber. Stirn zieht Richtung Schienbein für Parsvottanasana.
Dann dreh deinen rechten Fuß parallel zum kurzen Mattenende, bring deine linke Hand an die Innenseite von deinem linken Fuß und heb die rechte Hand nach oben, der Blick folgt für Trikonasana. Atme ein, richte dich auf, dreh beide Füße 45 Grad nach außen und komm tief für deine Goddess Pose. Dann gib dir einen Schubser mit deinem rechten Bein zum linken, sodass du jetzt am hinteren Mattenende stehst. Atme ein, streck dich in die Länge. Atme aus, lehn dich nach rechts rüber. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Und aus, lehn dich nach links. Einatmen, streck dich noch einmal nach oben aus. Und atme aus, Hände neben den Körper. Das war jetzt der Mondgruß. Wir kommen jetzt auf demselben Weg wieder zurück, wo wir gestartet sind. Und dann machen wir das Ganze noch zweimal etwas schneller, sodass wir am Ende drei ganze Runden haben. Einatmen, bring die Hände über die Seite nach oben. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, beug dich zur linken Seite. Einatmen, Mitte. Aus, mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zur Seite und komm in die Goddess Pose mit Kaktusarm. Einatmen, streck die Beine, dreh den linken Fuß nach außen, rechts parallel zum kurzen Mattenende, zieh dich nach vorne und unten für Trikonasana. Der Blick geht nach oben zur rechten Hand. Dann bring beide Hände zu Boden, streck das rechte Bein aus, dreh dich nach vorn, die Hüften sind parallel zum kurzen Mattenende, atme aus, zieh dein Stirn zum Knie. Dann mit dem nächsten Einatmen heb den Blick, erde dein rechtes Knie, beug das linke für Low Lunge und zieh die Arme über deinen Kopf, leichte Rückbeuge. Atme ein, bring beide Hände zu Boden, öffne dich zu deinem langen Mattenende und verlagere das Gewicht auf dein linkes Bein für unseren Ninja Squat. Verlagere dein Gewicht auf die andere Seite. Und dann dreh dich zum vorderen Mattenende, erde dein linkes Knie für Low Lunge, atme ein, zieh die Hände über den Kopf und lass dich mit dem Ausatmen ein Stückchen tiefer sinken. Einatmen, bring die Hände zurück zum Boden, stell das linke Bein auf, streck beide Beine und beug dich vornüber für Parsvottanasana. Atme ein, zieh die linke Hand nach oben und komm in Trikonasana, dein Dreieck, halte kurz hier. Und mit dem nächsten Einatmen zieh dich nach oben, beug beide Beine für unsere Goddess. Gib dir einen Schubser mit dem linken Fuß nach vorne an den Anfang deiner Matte und zieh die Hände über den Kopf. Atme aus, beug dich nach links. Einatmen, zurück zur Mitte, ausatmen, nach rechts und ein, Mitte, aus, Hände neben den Körper, Tadasana. Großartig, weiter geht's. Atme ein, zieh die Hände weit über den Kopf und aus, lehn dich nach links, ein, Mitte und aus, nach rechts, ein, zurück zur Mitte. Und aus, linker Fuß steigt zur Seite, Goddess Pose. Einatmen, mach die Beine lang und ausatmen, komm in Trikonasana. Einatmen, bring beide Hände zu Boden, zieh die Stirn Richtung Schienbein, Parsvottanasana. Erde dein rechtes Knie und heb die Arme für Low Lunge. Schau nach oben mit der Einatmung. Ausatmen, Skandasana oder der Ninja. Dann komm auf die rechte Seite, streck dein linkes Bein für die andere Seite. Und dann dreh dich zum vorderen Mattenende, Low Lunge auf der rechten Seite. Das linke Knie ist am Boden und die Arme ziehen über den Kopf. Bring die Hände zum Boden, stell den linken Fuß auf, streck beide Beine aus, komm in Parsvottanasana. Atme ein, öffne die Hüften und aus, zieh den linken Arm nach oben für Trikonasana.
Einatmen, zieh dich nach oben und aus, komm in deine Goddess. Gib dir einen Schubser mit rechts an das Ende deiner Matte. Zieh die Hände über den Kopf mit dem Einatmen. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, links. Einatmen zur Mitte. Und aus, Tadasana. Einatmen, bring die Hände über den Kopf. Ausatmen, beug dich nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, lehn dich nach links. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, steig mit rechts zur Seite, beug die Knie für deine Goddess. Einatmen, streck die Beine. Ausatmen, Trikonasana auf der linken Seite. Bring beide Hände zum Boden, Hüften parallel zum kurzen Mattenende und zieh die Stirn zum Schienbein für Parsvottanasana. Einatmen, erde dein rechtes Knie und aus, heb die Arme, lehn dich leicht zurück, Low Lunge. Atme ein hier und mit dem Ausatmen Skandasana auf der linken Seite, dein linkes Knie ist angewinkelt. Dann wechsle die Seiten und dreh dich zum vorderen Mattenende, erde dein linkes Knie, Low Lunge. Einatmen, heb die Hände über den Kopf, leichte Rückbeuge. Ausatmen, Hände zum Boden, stell dein linkes Bein auf, streck beide Beine, Hüften zeigen nach vorn, Parsvottanasana. Dreh die linken Zehen nach außen, heb deinen linken Arm nach oben, Trikonasana. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, komm in die Goddess. Gib dir einen Schubser mit links nach vorn an den Anfang der Matte, zieh die Hände über den Kopf. Atme aus, lehn dich nach links, einatmen Mitte, ausatmen nach rechts, einatmen Mitte und ausatmen Tadasana. Letztes Mal. Atme ein, bring die Hände weit über den Kopf und aus, lehn dich nach links, ein Mitte und aus nach rechts, ein zurück zur Mitte. Und aus, linker Fuß steigt zur Seite, Goddess Pose. Einatmen, mach die Beine lang. Und ausatmen, komm in Trikonasana. Einatmen, bring beide Hände zu Boden, zieh die Stirn Richtung Schienbein, Parsvottanasana. Erde dein rechtes Knie und heb die Arme für Low Lunge. Einatmen, schau nach oben. Ausatmen, Skandasana. Dann komm auf die rechte Seite, streck dein linkes Bein für Skandasana auf der anderen Seite. Und dann dreh dich zum vorderen Mattenende, Low Lunge auf der rechten Seite, das linke Knie ist am Boden und die Arme ziehen über den Kopf. Bring die Hände zum Boden, stell den linken Fuß auf, streck beide Beine aus, komm in Parsvottanasana. Atme ein, öffne die Hüften. Und aus, den linken Arm nach oben für Trikonasana. Einatmen, zieh dich nach oben. Ausatmen, komm in deine Goddess. Gib dir einen Schubser mit rechts an das Ende deiner Matte. Atme ein, zieh die Hände über den Kopf. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, links. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, Tadasana. Einatmen, bring die Hände über den Kopf. Ausatmen, beug dich nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, lehn dich nach links. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, steig mit rechts zur Seite, beug die Knie für deine Goddess. Einatmen, streck die Beine. Ausatmen, Trikonasana auf der linken Seite. Bring die Hände zum Boden, Hüften parallel zum kurzen Mattenende und zieh die Stirn zum Schienbein für Parsvottanasana. Einatmen, erde dein rechtes Knie und aus, heb die Arme, lehn dich leicht zurück, Low Lunge. Atme ein hier
Und mit dem Ausatmen Skandhasana auf der linken Seite. Dein linkes Knie ist angewinkelt. Dann wechsle die Seiten. Und dreh dich wieder zum vorderen Mattenende. Erde dein linkes Knie, Low Lunge. Einatmen, heb die Arme über den Kopf, leichte Rückbeuge. Ausatmen, Hände zum Boden, stell dein linkes Bein auf, streck beide Beine, Hüften zeigen nach vorne, Parsvottanasana. Dreh die linken Zehen nach außen, heb deinen linken Arm nach oben, Trikonasana. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, komm in die Goddess. Gib dir einen Schubs mit links nach vorne an den Anfang der Matte, zieh die Hände über den Kopf. Atme aus, lehn dich nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, nach rechts. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, Tadasana. Das waren jetzt 3 Runden Mondgruß. Entweder du machst jetzt noch 2 Runden für dich oder du legst dich für einen kurzen Moment in Shavasana. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick doch einfach auf den Button und gib mir auch wirklich sehr gerne Feedback, wie dir meine Videos gefallen und was du dir hier noch so alles wünschst. Dann bis zum nächsten Mal. Deine Nina. Mach's gut.